Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Jetzt platzieren wir noch gerade fix die... Wo wir reden mal noch kurz mit Palin. Hat er noch was Neues? Da haben sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass sie mehr taugen als der andere, den sie finden sollen. Ich werde alles tun, um Saren aufzuhalten. Genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für sie tun? Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, sonst hat er nichts Neues mehr. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr mitzunehmen als Auftrag. Den haben wir schon angenommen. So, wie gesagt, jetzt erstmal die Wanze platzieren. Da war ja, glaube ich, auch nichts Interessantes mehr drin. Abgesehen von dieser Treppe, die uns nach unten führt. Hallo, Avina. Huschen wir noch einmal schnell. Hab mal Helena Blake, wollte ich mir eigentlich noch mal suchen. Gut, die muss da draußen sein. Die hat nämlich wohl auch noch irgendwas für uns. Ja, wie gesagt, diese Nebenmission kann man halt, glaube ich, wenn man zwei von oder drei von denen, also die ersten, diese ersten drei Hauptmissionen jetzt, also die Anwerbung von Liara, dann die Pheros-Mission und die auf Würmeier. Ich glaube, danach kann man den ersten Packen Hauptmission nämlich nicht mehr machen. Von daher möchte ich die ganz gern jetzt machen, bevor es nachher dann zu spät ist. Das ist er, oder? Nein. Stimmt, ich glaube, das Emporium ist auch da hinten irgendwo, genau. Da könnte sie sein. Ja, Helena Blake, genau. Mit dir wollte ich noch reden. Hey, Spectre. Haben Sie einen Moment Zeit? Hallo, Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum. Zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten. Und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Welche Verteidigungsmaßnahmen stehen den beiden zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung. Aber sie sind ganz sicher bewaffnet. Sie haben sich zerstritten. Beide glauben, der andere wolle ihn töten. Deswegen werden sie gut vorbereitet sein. Ich schalte sie aus und dann übernehmen sie und wollen mich umbringen. Sehe ich wirklich so blöd aus? Danke. Aber sie überschätzen meine Courage. Ich habe nicht vor, sie umzubringen. Sie sind der erste menschliche Spectre und machen einen wichtigen Job für die Menschheit. Ich habe kein Interesse an rotem Sand oder Sklaverei. Wer daran verdient, muss sterben. Wir beide wollen also dasselbe. Und welche Vorteile haben Sie von dieser Sache? Mir gehören einige Anteile an einigen gemeinsamen Projekten mit Ihnen. Aber Ihre Geschäftspraktiken zwingen mich dazu, unsere Beziehungen zu beenden. Wenn Sie tot sind, werde ich das Geschäft auf seriösere Weise weiterführen. Was für Verbrechen haben diese Männer begangen? Sie sollen mit rotem Sand, einer absolut abhängig machenden Droge, handeln. Wer sie nicht mehr bezahlen kann, den verkaufen sie als Sklaven an die Batarianer. Sie sind skrupellos und lassen unschuldige Leute leiden. Man muss sie zur Strecke bringen. Wenn sie so übel sind, wie Sie behaupten, muss man sie ausschalten. Ausgezeichnet. Hier sind die Koordinaten. Ich werde am dritten Koordinatenpunkt auf Sie warten, wenn die Männer tot sind. Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. So, dann hätten wir das soweit. Ich glaube, da habe ich hier, glaube ich, nichts mit... Doch, nachher, genau, die Wanze platzieren. Schon wieder ganz abgelenkt hier. Machen wir aber, glaube ich, gerade über die Schnellreise. Bezirke... Sicherheit. Haben wir da ein bisschen was an Weg gespart.
Mal kurz überlegen, ich glaube, hier ging es hoch. Ja. Ist dieser Detective. Na, Chellick, genau, ist der noch da? Hat er noch was zu sagen? Nicht jetzt. Er hat jetzt nichts zu sagen. Gut. Dann halt nicht. So, wuseln wir mal ab nach oben und packen da dann einfach. Unauffällig, auffällig, der Ort. Flupp. So. Genau, dann sagen wir jetzt mal Bescheid. Ich gehe diesmal zu Fuß hin, weil in dem Turm gibt es halt auch noch einen Auftrag, habe ich gesehen. Wenn wir halt mit dem Aufzug fahren. Von daher schauen wir uns noch ein bisschen die schöne Citadel an. Ist wirklich sehr schön hier, muss ich zugeben. Die Frage ist, ich glaube, den können wir nehmen. Zum Präsidium, genau. Sie haben eine beeindruckende biotische Macht. Die Menschen hätten nie zu den schwächeren L3-Implantaten übergehen sollen. Meine Kopfschmerzen können ziemlich schlimm werden und ich bin einer der wenigen mit guten L2-Implantaten. Die L3s sind sicherer. Sie hören auch nicht auf, eine Waffe zu benutzen, nur weil sie einen heftigen Rückschlag hat. Ja, ich dachte, die Waffen haben doch mittlerweile kaum Rückschlag wegen dem... wegen diesen Thermalladungen. Angekommen. So, dann gehen wir jetzt mal zum Turm. Hallo, Krogana-Statue. Ich glaube, von denen hat jetzt keiner mehr großartig was zu sagen. Der Hana ist immer noch da. Bla bla bla. Die uns allen Erleuchtung gebracht haben. Wo es nur Dunkelheit gab. Ich glaube, da ging es ja hoch, genau. Wo es nur Ignoranz gab. Ja. Sehr schön, dann können wir hier noch einmal hoch. Gucken, dass wir den Auftrag noch kriegen. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle und seine Kultisten weigerten sich, sich zu ergeben und wurden beim darauf folgenden Schusswechsel getötet. Das war's nicht. Vielleicht beim Runterfahren? Ja, genau, nach Kaidan scheint wohl zu helfen, weil er Gutes für ihn mitgenommen haben. Das sehe ich jetzt erst. Ich weiß nicht, ob das für den Auftrag gilt oder dafür, dass wir den Broadcaster mitkriegen. Ich meine, sonst kann man die ja auch, die anderen Leute ja auch irgendwie skillen, wie man will. So, Frau Wong. Hätten wir das mal erledigt. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt noch ein bisschen mit den Nebenaufträgen hier beschäftigt sein. Die Dame. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. Ich habe Ihnen diesen einen Gefallen getan, Miss Wong. Ab jetzt sind Sie auf sich allein gestellt. Natürlich, Commander Shepard. Ich werde Sie nicht wieder kontaktieren. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. Mhm. So, ein bisschen Geld gekriegt, ein bisschen XP gekriegt.
Dann versuchen wir jetzt nochmal den Weg nach unten. Und gucken, vielleicht kriegen wir diesmal ja den Auftrag rein. Ich glaube, runter sind wir auch seitdem nicht mehr gefahren, seitdem wir Spectre geworden sind. Vielleicht muss man auch runterfahren. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen, aber danach gehe ich halt auf jeden Fall für die Normandy zurück. Ich glaube, dann können wir noch eine Runde Ausrüstung machen. Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für Transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Sehr schön, da haben wir den Auftrag. Gut. Dann habe ich laut Liste alle Aufträge hier bekommen, die wir auf der Citadel kriegen können. Zumindest beim ersten Besuch. Oder soll ich das vielleicht gerade noch abklappern? Ich guck mal, was haben wir denn hier noch? Ach ja, genau, das mit der, die haben wir sogar abgeschlossen. Moment, das sage ich dann auch noch gerade ab. Die Sache mit der Inspektion. Dann haben wir der C-Sicherheit wäre noch was. Und beim Präsidium. Gut, dann gehen wir nochmal zur C-Sicherheit runter. Dann hole ich mir die anderen zwei Aufträge auch noch gerade. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ein bisschen effizient vorgehen. Mögen alle Völker künden vom Ruhm der Entflammten, die uns allen Erleuchtung gebracht haben. Und danach können wir dann auch zum Präsidium. Oder wir machen erst Präsidium und dann die Sicherheit, weil von der Sicherheit können wir dann auch direkt zur Normandy wieder zurück. Ich weiß halt nicht, wo genau die rumsitzen. Da wäre Avina. Ihr vielleicht? Nee. Gehen wir mal da oben gucken. Sonst gehen wir nochmal zur Bar. Da geht es hier erstmal nicht weiter. Ah, was haben wir da noch Schönes? Zack. Wieder Kodex. Ich habe Ihren Bericht über Pharos gesehen. Wenn wir von dem Torianer gewusst hätten, hätte Exogeny nie die Erlaubnis erhalten, dort eine Kolonie zu gründen. Ein Glück, dass die Kolonie überlebt hat. Wir können uns in der Traverse nicht zu viele Fehlschläge erlauben. Das ist eine unserer bedeutendsten Expansionsregionen. Ich allein habe den Torianer vernichtet. Sie habe ich da nirgendwo gesehen. Wir können nicht alle Helden sein und die Galaxis retten, Commander. Jeder dient der Menschheit auf seine Weise. Der interstellaren Politik kann man nicht entkommen. Sie gehört einfach dazu. Und das ist manchmal nicht sehr schön. Ignorieren Sie ihn einfach, Shepard. Der Botschafter ist manchmal ein wenig verbittert. Das gehört zum Job. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, Commander? Ich muss jetzt gehen. Ich glaube, das haben wir auch schon soweit. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Abgeschlossen. Wäre hier nix. Gut. Wie gesagt, dann will ich das hier mal noch kurz durchsuchen. Ich will mich jetzt auch nicht hier ewig aufhalten. Ich glaube, hier ist aber auch nix, oder? Von daher gehe ich nochmal in der Bar gucken. Vielleicht haben wir da etwas mehr Glück.
steht leider auch nichts Genaueres. Steht nur Präsidium. Hier vielleicht? Habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Gut, hier ist keiner. Wahrscheinlich doch in der Bar. Nee, mit dir will ich gerade nicht sprechen, das haben wir ja schon. Aber hier ist sonst auch niemand. Barmann. Asana. Ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Auf Wiedersehen. Ich glaube, der hat auch nichts Neues. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist wunderschön. Gut, dann gehen wir jetzt zur C-Sicherheit. Ich glaube nicht, dass ich hier noch jemanden dann treffe. Wie gesagt, hier haben wir das jetzt abgesucht soweit. Hallo Avina. Ich könnte da unten vielleicht nochmal gerade vorbeischauen. Da jemand ist, aber das ist ja eigentlich schon wieder relativ weit. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt zur C-Sicherheit. Haben wir eventuell dann den einen Auftrag nicht angenommen. So, und da müsste ich jetzt einfach mal die Leute abklappern, schätze ich. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Tja, genau. Beste Werbung ever. Ich glaube, das nimmt es halt auch so ein bisschen oder ein bisschen gesellschaftskritisch, das Ganze. So, haben wir hier unten jemanden? Ich glaube, hier dürfte ja keiner sein. Dann schaue ich mal in dieser Lounge mal wieder vorbei. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Hallo, Commander. Nö. Hier vielleicht? Auch nicht. Steht auch dabei, after completing any plot mission. Also soll das jetzt hier eigentlich soweit sein. Scheinbar ja nicht. Na gut, dann lassen wir das mal. Vielleicht kommen die wirklich erst später. Und wir begeben uns mal wieder zur Normandy. Ja. Einmal zur Andockbucht. Bin überrascht, dass Sie bereit sind, gegen Kroganer zu kämpfen, Rex. Ich dachte, Sie würden zu Ihrem Volk stehen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Ach, der lebt also auch nach der Darwin-Theorie.
Warum ja auch nicht? Na, angekommen? Ja, der ist relativ lang, oder diese Fahrstuhlfahrt ist relativ lang. Geht ja auch ordentlich nach oben. Gut, dann wären wir wieder auf der Normandy. Ich würde an der Stelle mal die Folge beenden. Für alle, die jetzt keine Codex-Einträge mehr gucken wollen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bereithalten, Landungstrupp. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aktiv. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und für alle anderen gibt es jetzt noch Codex-Einträge. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ach ja, genau, das war's. Genau, das war das, was ich meinte. Dass halt da die falsche Tonspur eingespielt wird. Also haben sie es doch noch nicht gefixt. Sehr gut. Also Text war richtig, nur die Tonspur hat halt nicht gestimmt. Alles klar. So, jetzt aber. Das ging wieder relativ fix. So, dann können wir die auch mal gerade quasi abschließen, dass alles gelesen markiert wird. So, dann jetzt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao, ciao.